Heute will ich Ihnen den Bremsscheibenwechsel an einer TR-Maschine demonstrieren. Bitte beachten Sie dabei die Sicherheitshinweise. Hier sehen Sie das für die Arbeiten erforderliche Werkzeug. Zuerst entferne ich die Befestigungsschraube für den Geberstecker. Nun folgen die beiden Schrauben für die Drehmomentstützenbefestigung des Gebers. Durch Herausdrehen der zentralen Schraube im Gebergehäuse löst sich der Geber. Als nächstes schraube ich die beiden Transportsicherungsschrauben in das Magnetteil der Bremse ein. Jetzt entferne ich den Schutzgummi vom Bremsengehäuse. Nun können die Befestigungsschrauben für den Spulenkörper gelöst werden. Anschließend entferne ich die letzte Schraube am Spulenkörper. Ich nehme dabei den Spulenkörper mit der Hand auf und nehme ihn vom Motorgehäuse ab. Jetzt wird der Reibelagträger von der Verzahnung gezogen. Mit einem Entfetterspray reinige ich die Anlagefläche sowohl am Motorgehäuse als auch am Spulenkörper der Bremse. Vor der Montage des neuen Reibelagträgers muss die Schutzfolie entfernt werden. Ich schiebe den neuen Reibelagträger auf die Verzahnung. Für diese Montage darf kein Schmiermittel verwendet werden. Nun kann der Spulenkörper erneut montiert werden. Beginnen Sie dabei mit der oberen Befestigungsschraube, indem Sie den Spulenkörper wieder mit der Hand in Position bringen. Jetzt werden die weiteren Befestigungsschrauben eingedreht. Nun können wir die Transportsicherungsschrauben wieder entfernen. Anschließend werden die Befestigungsschrauben des Spulenkörpers mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 25 Newtonmeter angezogen. Jetzt ermittle ich den Luftspalt der Bremse in der Nähe aller Befestigungsschrauben. Dieser sollte bei 0,4 mm liegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fühllehre zwischen Ankerscheibe und Magnetteil nicht tiefer als 10 mm eingeschoben wird. Sollte der ermittelte Wert vom Sollwert abweichen, muss der Bremsenluftspalt nachjustiert werden. Hierfür verwende ich jede zweite Befestigungsschraube. Die restlichen Befestigungsschrauben werden dafür gelöst. Zur Justage des Luftspaltes nutze ich die Hülsenschrauben. Thank you.
Nach erfolgter Luftspalteinstellung werden die Befestigungsschrauben der Bremse mit dem erforderlichen Anzugsmoment angezogen. Zum Schluss kontrolliere ich erneut an den einzelnen Befestigungsschrauben den Luftspalt. Anschließend montiere ich die Gummimanschette am Spulenkörper. Zur Vorbereitung der Gäbermontage wird die Welle gereinigt. Auch der Konus am Gäber wird von eventuell anhaftendem Schmutz befreit. Ich kontrolliere die Bewegbarkeit der Befestigungsschraube. Jetzt kann ich sie in die Motorwelle einschrauben. Jetzt befestige ich die Drehmomentstütze mit den dafür vorgesehenen Schrauben. Die zentrale Befestigungsschraube des Drehgebers wird mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment von 3 Newtonmeter angezogen. Abschließend muss ich nur noch den Gäberstecker anschrauben.